Mein lieben Freunde, mein lieben Larry, Freunde, guten Tag. Neue Folge und wir sind dabei, jetzt was zu kochen, meine Freunde. Das ist wichtig. Benutzen. Wir wollen es nämlich benutzen und zwar, wir müssen ja eine Quiche machen, Quiche und Wettbewerb muss gewonnen werden. So, was haben wir denn jetzt für unsere Quiche? Mal ganz kurz gucken. Wir können. Als erstes nehmen wir mal. Wo haben wir denn hier unseren Topf? Wo ist der Topf? Der Klopapier, Moment. Ja, bin ich jetzt blind? Trangiermesser, Hausmesser, Tierspitze, Kompass. Lebensversicherte Elementen, Illustrierten, Schimmel, bla 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 bla. Ausweis, Fernbedienung, gezinkte Biberkopf, Klopapier, gezinkte Würfel. Ich glaube, das war da. Da war das, glaube ich, mittlerweile schon drin, ne? Mal sehen. Etwas Bibermilch. Okay. Einen Fingerhut Schimmel, frisch okay. Von der Duschwand gekratzt, eine Prise Salz und dieser Zitronensaft hier. Et voilà. Venezolanischer Biberkäse. Puh, stinkt das Zeug. Nee, ich glaube, das war eins der Gerüche, die ich, glaube ich, nicht... Ich werde mal ganz, ganz... Oh, es ist echt, das... Liebe Leute, seid froh, dass es keinen Geruchs-YouTube gibt, dass wir... Na, es roch halt nach wirklich stinkigen Käsefüßen, das ist unglaublich. So, pass mal auf, jetzt können wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen benutzen mit... Nochmal mit hier, mit unserem Biberkäse. Ah, überbackener Biberleskäse. Ja, ja. So ähnlich wie überbackener Camembert? Ja, ja. Ja, das wollen wir machen, benutze. Haben wir die noch nicht alles, liebe Leute? Kumquats. Um eine Mahlzeit zu bereiten, stelle zuerst deine Zutaten zusammen. Meine Zutaten. Aber der Topf ist irgendwie weg. Ich sehe den Topf nicht mehr. Gut, wir haben hier den Dingsterbumster und den würde ich ja ganz gerne riechen lassen. Von mir. Nee. Lieber nicht benutzen. Können wir denn den nochmal benutzen? Nehmen. Ah, der ist ja noch drin. Unglücklicherweise ist das nicht der Trag. Okay, benutzen. Mit Biberkäse? Wenn du nur ein Rezept hättest. Ich hab ein Rezept, Kollege. Ich hab ein Rezept. Hier, da stand das Rezept doch drauf. Auf der, nee, das ist die Lebensversicherung. Hier, das ist unsere TLP-Punktekarte. Wo ist denn das Rezept? Was ist das? Polyestertuch. Ah, ja, okay. Genau, den Kleidungswettbewerb müssen wir auch noch gewinnen, ne? Genau, das ist Lesen. Diese Seite enthält das Rezept für venezolanischen Biberleskäse. Die Zutaten sind Bibermilch. Natürlich ist die Milch des seltenen venezolanischen Bibers jeder anderen Sorte vorzuziehen. Eine Prise Salz, Kälberlab, das zur Not auch durch Zitronensaft ersetzt werden kann. Und einen Hauch von Schimmel. Passt besonders gut zu... Ich weiß, zu Kumquats und Geokarpenfrüchten. Was? Sehr lehrreich. Geokarp! Du weißt schon, Pflanzenfrüchte, die unter der Erdoberfläche reifen, gehören ja auf jeden guten Speiseplan. Alles klar? Ja, ja. Larry, manchmal machst du mir richtig Angst. Der hat Abitur. Ja. Aber was soll's, auf der Rückseite steht noch mehr. Mit anderen Worten, ich soll also nochmal klicken, um mir auch noch die Rückseite anzuhören? Ach, hör auf zu jammern. Hier, die Rückseite enthält das Rezept für venezolanischen Biberleskäse mit Kumquat-Quiche. Die Zutaten sind Biberkäse und eine in Scheiben geschnittene Kumquat-Orange. Ich nehme an, du willst den Rest genauso wenig hören, stimmt's? Okay. Mhm. Das war deutlich. Vielleicht müssen wir die erstmal in Scheiben schmeißen, hat er gesagt. In Scheiben geschnitten, das ist Essen? Keine Chance. Sie sind noch grün. Ah, okay. Dann vielleicht mit dem Trangiermesser? Ah.
Du stellst die niedliche kleine Küchenuhr auf exakt 55 Minuten ein, rührst die Kumquats in deinen Topf mit Biberles-Käse, wirfst noch ein paar von den Dingen rein, die auf der Theke rumliegen, füllst das Ganze in eine saubere Backform und schmeißt es in den Ofen. Okay, in eine Backform. So schlecht riecht das ja gar nicht. Von wegen. Und wie schlecht das riecht. Achtung bitte, eine Durchsage. Rolf hat soeben den Wettbewerb im Strip-Solitär für sich entschieden. Aber hier, seht mal, was wir hier haben. Eine Schlange. Die hat Guybrush Threepwood gefressen, ne? Ihr endet euch im Monkey Island 3. Warum taucht jetzt dein Schwein in der Schlange auf? Künstlerische Freiheit. Okay, Guybrush Threepwood, können wir die nehmen? Nimm. Lass das. Das gibt nur Flecken auf deinem schönen weißen Freizeitdress. Okay, dann das Hühnchen wird nicht angezeigt. Jetzt guck dir mal an, was Larry hier verzeiht. Das ist unglaublich. Ja, das ist auf jeden Fall amtlich. Jetzt müssen wir ganz kurz hier ins Inventar gucken. Das ist dein kulinarisches Meisterwerk. Venezolanischer Biberles-Käse mit Kumquat-Kisch. Hoffentlich hast du die Raten für deine Privathaftpflicht alle bezahlt. Larry hat keine Privat. Können wir ein bisschen probieren? Riechen? Das riecht ekelhaft nach... Immer noch nach... Okay. Essen? Also gut. Eine kleine Probe kann ja nicht schaden. Ja, ja, eben. Das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Ne, wir wissen jetzt, wir kommen da direkt hin und zwar... wo war das hier? War das irgendwo? Okay, das ist der Anzugswettbewerb. Das ist der Liebesmeister 2000 Kochwettbewerb. Meine lieben Leute, wir werden jetzt hier Deutschland sucht den Superkoch Mr. Legisweet Larry. Mesdames et Messieurs, wir möchten jetzt gerne hier teilnehmen. Tja, mein Lieber. Ich weiß, dass du gerne mit mir reden möchtest. Aber die Richter sind angehalten, sich nicht mit den Gefangenen, den Probanden zu fraternisieren. Okay, wir müssen das hier draufstellen, ne? Benutzen Quiche. Wo ist unsere Quiche? Wo ist unsere Kisch? Da, Kumquat-Kisch. Stolz stellst du der Jury aus anerkannten Küchenchefs deine Kreation zur Kostprobe vor. Punktekarte, bitte. Danke sehr, Mr. Laffer. Laffer. So, nun wollen wir mal sehen. Pfui. Gut. Das hier unterscheidet sich durch nichts von den hunderten Quiches mit venezolanischem Biberles-Käse, die wir schon über uns haben ergehen lassen müssen. Auch wenn die Kumquat-Essenz den Eindruck leicht verbessert. Was? Dann werde ich mir gar nicht erst die Mühe machen, es zu kosten. Moment, ich werde es probieren. Na, vergessen Sie es. Pardon? Ich habe mich ein wenig unterkühlt. Pass mal auf, wir machen jetzt aber mal... das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen, liebe Leute. Das ist... wo ist die Küche? Da ist die Küche. So, pass mal auf. Wir machen jetzt mal... wie soll ich sagen? Wir haben ja ein paar Möglichkeiten und... wir haben ja noch hier unser... Orgasmuspuder. Und das werden wir jetzt mal benutzen mit... Kumquat-Kisch. Moment, benutzen... Das hier sollte das Ganze ein wenig aufpeppen. Auf jeden Fall. So, jetzt ist es aufgepeppt und jetzt heißt das Ganze auch Quiche de Larry. Und das werden wir jetzt mal vorstellen, liebe Leute. Wir können ja hier, glaube ich, direkt... Das ist die Punktekarte, wollen wir hier mal ansehen. Jetzt gehen wir mal direkt zur Captain's Kochmeisterschaft. So, pardon, das hatten wir schon. Jetzt machen wir hier direkt... Benutzen. Wo ist die Quiche de Larry?
Pardonse. Mhm. Quiche de Lairie, da haben wir sie. Stolz stellst du der Jury aus anerkannten Küchenchefs deine optimierte Kreation zur Kostprobe vor. Punktekarte, bitte. Danke sehr, Mr. Laffer. Laffer. Nun, was haben wir denn da? Ich will das haben, was sie auch hat. Hey, wartet auf mich! Du verstehst vielleicht nicht, du weißt, was sie war. Schau dir diese Punktzahlen an. Die hast du alle den Wettbewerb gewonnen. Mann, eben Leute, wir haben gerade den Kochwettbewerb gewonnen. Das ist unglaublich. Da war mir noch was eingefallen. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin. Eine Bühnentür. Gucken diese Türen führen hinter die Bühne und sind für die Passagiere verboten. Larry Laffer hat soeben den Kochwettbewerb mit einem neuen Rekord von 300 Punkten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Larry. Danke. Lass bloß nichts anbrennen. Natürlich nicht. Wir kommen da nicht rein? Regeln haben dich nie gestört. Was, Larry? Natürlich. Verschlossen. So, jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Pardon. Vicky. Aber der Purser. Lebensversicherung. Ich probiere das mal mit der Lebensversicherung, ob das funktioniert. Soll ich das hier in unserem Fundbüro abgeben? Oh, nein, danke. Ich suche lieber selbst nach dem Besitzer. Wie Sie wünschen. Aber von mir werden Sie Ihre Zimmernummer nie erfahren. Gut, wir wissen natürlich, die Zimmernummer ist hell, ne? Nur wir wissen nicht, dass wir halt da entsprechend anbumsen. Ich weiß so aktuell echt nicht, wie wir da dran kommen. Hufeisen dürfen nicht aus dem Bereich des Hufeisenwettbewerbs entfernt werden. Okay, so, jetzt mal ganz kurz gucken. Da müssen wir auf jeden Fall noch was klar machen. Ist hier noch Captain Cool? Was ist der Unterschied zwischen einem alten Mann und einer Anstecknadel? Es gibt keinen. Je älter sie werden, desto schwerer kriegt man sie wieder runter. Nicht wahr, Honey? Okay, wer da tatsächlich was von sehen möchte, der soll mir das auf jeden Fall sagen. Beziehungsweise, gab's da noch einen Dildo? Gibt's da noch einen Dildo? Meine Damen und Herren, die Opposition wirft mir vor, ich hätte das Frauenbild eines Provinzlers. Das ist grundfalsch. Ich habe ein kontinentales Frauenbild von 14... Ja, ja. Oh, die Lampe ist weg. Ah. Aber die Lampe brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Will Johnson irgendwas zu verkaufen? Wenn das nicht mein alter Freund der Mixologe ist? Ja, genau. Also, wollen Sie einen Drink oder nicht? Genau, wir wollen Riesenerektion. Oh, Johnson! Da reden Sie. So, das kennen wir schon, kennen wir schon. So, ich will mal ganz kurz hier bei den Möpsen rein. Das war, glaube ich, der Knopf für die Lampe, ne? Genau, und hier... Kannst du dir die Möpse nicht bildlich vorstellen? Ja, ja. Ihre Köpfe über dem Haartrog? Hier ist kein... Ich suche immer noch verzweifelt noch nach einem Dildo. Hey, Sie Loser. Was ist jetzt mit dem Drink, den Sie bestellt haben? Genau, das Ding, ich schreibe ihn mit auf die Kabinenrechnung. Okay, das war der Knopf, der dann runtergefallen. Danke. Hey, meine Banane ist ganz weich und glibberig, mit braunen Flecken. Tut mir leid, mein Junge. Ich mache hier nur die Drinks. Er macht hier nur die Drinks, genau. Okay. Können wir denn die eventuell... Können wir die denn wieder mitnehmen eventuell? Nee, können wir nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz Map. Gehen wir nochmal ganz kurz hier in die... War denn da noch irgendwas? Genau, das war schon klar. Ich muss noch den widerlichen Käsegeruch mal ganz kurz hier ein bisschen schwarze Schokolade riechen. So, aber den haben wir uns wohl schon angeguckt, ne? Okay, haben wir schon gesehen. Sonst ist da auch nichts, ne? Das ist genau der Platz, wo eine gewisse parfümierte Person gesessen hat, als du deine blöde, als du zum letzten Mal hier warst. Ah, okay. Mhm. So, kommen wir denn da? Kommen wir auch nicht benutzen? Ne, kommen wir auch nicht ran. Pardon. Ja, ich hätte gerne ehrlich den letzten Dildo noch. Ich dachte zwar, wir hätten den schon, aber da war ich wahrscheinlich falsch. Können wir noch einen Dildo
Blüte, glaube ich, ist keiner mehr. Bei den Bibern war, glaube ich, auch keiner, ne? Bin wieder da! Das sind sie. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Victorian. Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Achtung bitte, eine Durchsage. Walter Forbes, bitte zum Vorderdeck. Den war auch. Du bist hier. Dann kochen wir, okay, da ist nichts mehr. Da müssen wir auch nicht mehr gucken. Die haben sich auf jeden Fall wieder normalisiert, die guten Jungs. Also denen ist nichts passiert. Das ist gut zu wissen. Links ist leider weg. Das ist die Lounge. Ganz kurz gucken. Weil da in dem Dings haben wir noch gar nichts gemacht, ne? Fuck, ja, uns fehlt echt noch ein Dildo, ne? Den haben wir nicht gekriegt hier, ne? Ich dachte, man kann den kriegen. Aber dann wahrscheinlich eher doch nicht. Wir führen auf jeden Fall. Das ist amtlich. Na gut, meine Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall eine kleine Aufnahmepause machen, weil der Husten wird doch ein bisschen stärker und insofern lassen wir das mal. Wir werden jetzt mal hier kurz in den Queen-Ballsaal nochmal gehen und nochmal mit der guten, Dildo. Das müsste jetzt aber der letzte sein, Freunde. Das müsste der letzte Dildo sein. Yeah, baby! Bitte. 32. Yeah. Ka-ching! Liebe Leute, wir haben sie alle gefunden. Alle 32 Dildos haben wir klar gemacht. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Wenn nicht, ist egal, weil die Folge ist eh zu Ende. Sind die BPM okay? Dildo-BPM okay? Meine Leute, dass das noch passiert, ist ja wohl der Wahnsinn. Wir haben sie alle 32 gefunden. Und damit sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verbleiben, wie gehabt in diesem Sinne, ab in die Rinne. Und wir rocken das Haus hier auf jeden Fall weiter. Ne? Und das, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit an Bord, wenn es heißt Legends with Larry. Und ja, die gute, wie heißt sie noch? Jamie Lee Curtis, die knüpfen wir uns in der nächsten Folge vor. Liebe Leute, macht es gut. Dildo!